Jinjin Jutsu im Juli 2019. Wir hatten eine unfassbare Woche in einem geschützten Raum, den ich in dieser Art und Weise noch nie kennengelernt habe. Eine Gruppe von 16 Leuten, die hier immer sind in Neuschönau. Für mich ist es das erste Mal. Und es war eine wundervolle Reise zu mir selbst, mit Hilfe der Therapeuten. Also wir befinden uns jetzt am Ende der Intensivwoche mit dem Thema Rückwärtsströmen. Das besonders Tolle an den Intensivwochen ist, dass man hier 5 Tage, 2-mal am Tag geströmt wird. Morgens und abends gibt es ein gemeinsames Strömen mit der Gruppe. Und das Tolle ist, dass wir uns sehr individuell strömen lassen, unsere individuellen Erfahrungen mit den Strömen machen, aber auch in der Gruppe getragen werden von allen anderen, weil alle anderen werden mit den gleichen Strömen geströmt und machen für sich selbst individuell ihre Erfahrungen, aber eben auch die gemeinsame. Und das trägt uns alle. Die Intensivwoche in Neuschönau ist eine besondere Möglichkeit, zu mir selbst zu kommen. Ohne dass ich es vorher wusste, bin ich an diese Stelle gelangt, zum 2. Mal bereits. Und jedes Mal habe ich dieselbe Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, die mein Leben transformiert, auf eine Art und Weise, die ich mir vorher nicht ausgedacht habe. Denn durch das vermeintlich einfache Strömen dieser Energiepunkte, dieser sogenannten Sicherheitsschlösser, all diese Begrifflichkeiten, die mir nicht voll bewusst sind, die mir aber noch nicht bewusst sein müssen, auf die Art und Weise gelang ich zu Erkenntnissen von mir, die ich vorher nicht wusste, nicht bewusst mir machen konnte, aber jetzt in dieser Weise anstoße, sodass ich mein Leben in guter Weise transformieren kann. Und das ist der Grund, warum ich auch nächstes Jahr wieder hier sein werde, in totaler Dankbarkeit für das, was mir hier widerfährt.